Das Museum Astheim der Diözese Würzburg wird aufgelöst, darunter ein seltenes Exemplar, eines von vielleicht noch 30 existierenden sogenannten Heiligen Gräbern. Es wurde im Jahre 1764 geschaffen, von dem Maler Johann Peter Herrlein und dem Schreiner Michael Markgraf. Rund 6 Meter hoch und 5 Meter breit ist das Volkskunstwerk. Es verdeckt den kompletten Altarraum. 8 hintereinander gestaffelte Kulissen erzeugen einen perspektivischen Sog hin zum Hochaltar. Nun soll es wieder in seine Heimatpfarrei, St. Bartholomäus im unterfränkischen Kleinalbstadt. Der diözesane Kurator Christoph Deuter betreut den Ab- und Aufbau. Solche Heilig-Grab-Kulissen sind letztendlich in mehreren Ebenen aufgebaut, ähnlich wie es zur damaligen Zeit in Theatern üblich war, also eine richtige Bühne. Denn das Ganze kommt aus der jesuitischen Tradition von geistlichen Theaterspielen. Die haben versucht, die Menschen emotional vor allem zu berühren, nicht nur mit Worten, sondern eben auch über das Theater und da Emotionen, vor allem auch geistliche Emotionen in den Menschen auszulösen. Das war Ziel solcher Theaterkulissen, die dann auch noch zusätzlich Effekte hatten. Also man hat Glaskugeln, leuchtende Glaskugeln mit Kerzen und farbigen Äußeren hineingestellt. Am Grab sieht man auch selbst solche Behälter oder beziehungsweise Auffangstationen, wo diese Gläser hineingestellt wurden. Und das gab natürlich einen tollen Effekt, wenn das geleuchtet ist. Und diese Gräber wurden tatsächlich in den Kartagen aufgestellt, also als Christus dann zu Grabe getragen wurde. Und bei seiner Auferstehung ist in vielen dieser Heiliggräber auch ein bengalisches Feuer angezündet worden, was nochmal diesen Effekt der Auffahrt sozusagen verstärkt hat. Das besondere Werk wird aufwendig in seine Einzelteile zerlegt und wenige Tage später in der Kirche St. Bartholomäus in Kleinalbstadt wieder zusammengesetzt. Für diesen Gottesraum wurde das Heilige Grab damals vor 250 Jahren maßgeschneidert. Der Maler Peter Herrlein lebte selbst viele Jahre in dieser Pfarrei. Wir glauben, dass sich die Gemeinde sehr freut. Also wir hatten natürlich mit den Kirchenpflegern vor Ort Kontakt. Und es ist ja auch klar, dass nach nunmehr über 25 Jahre, die das Heiliggrab letztendlich nicht mehr zu sehen war, da eine große Überraschung sein wird, wie denn die Wirkung sein wird. Viele kennen es nicht mehr, denn man muss letztendlich auch wissen, dass diese Heiliggräber zum einen schon mal in der Säkularisation, also um 1805, verboten wurden, weil es nicht mehr gewünscht war, weil es zu viel Theatralik gab. Man wollte sozusagen wieder ein bisschen Pietismus hineinbringen. Und dann letztendlich nach einer kurzen Zeit der Wiederbelebung dieser Heiliggräber gab es mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Purifizierung, die damit einhergeht, dass man solche Spiele halt auch nicht mehr wollte, dass sie dann in den 60er Jahren eigentlich überall auf die Dachböden verbannt wurden und letztendlich in letzter Zeit wiederentdeckt wurden. So bleibt abzuwarten, aus welchen Augen die Besucherinnen und Besucher das Werk betrachten, als geschichtsträchtiges, wertvolles Exponat oder als kitschige Darstellung der zentralen österlichen Botschaft. Fasziniert werden auf jeden Fall alle sein.